Hallo, meine lieben Crime Cats. Ich hoffe, die Woche war gut bisher. Und ihr startet jetzt mit mir ins Wochenende. Ich weiß, es ist noch hell, aber ich musste den Clip. Ich hätte ihn gern abends gedreht, aber es ging leider nicht. Und ihr solltet ja pünktlich auch das Video bekommen. Ich habe ja gesagt, um 22 Uhr immer. Und dementsprechend, ja, will ich ja auch meine Versprechen halten. So. Ihr dachtet, der Fall von Lacey ist schlimm. Gut. Wie ich sagte, jetzt kommt der nächste Themenbereich meines Kanals. Mich interessiert immer, ob das so Einzelstraftaten sind oder ob sich sowas wiederholt. Ist ja auch ganz interessant, immer so von der menschlichen Psychologie ausgehend. Und weil man ja wirklich sprachlos ist und weil es natürlich auch dazu führen soll, dass man sagt, mein Gott, guck besser hin. Das darf nicht passieren. Das darf auf keinem Fall irgendwo in der Welt passieren. Und deswegen ist mir das auch so ein Anliegen. Ja, es geht um einen Fall in England. Und zwar ist der von 2014, also 2014. Es geht um die Cecilia Kurz, 79. Ihr seht das Bild. Die Leiche wurde am 2. Juli entdeckt, 2014, nachdem ihre Tochter halt die Sanitäter gerufen hatte. Diese im heruntergekommenen Haus in Blackwater, Didcot, Ochsen gefunden hatten. Also wie ihr seht, also die Frau war schon gestorben und in einem schrecklichen Zustand. Das sieht man ja schon an der Couch. Aber schnallt euch an, jetzt kommt die Triggerwarnung ein bisschen zu spät, ne? Aber bei meinem Kanal müsst ihr wissen, ich zeig die Sachen und ich rede auch drüber, sorry. Aber es ist ja Crime und da denke ich dann immer, die Leute müssen ja wissen, was kommt, dass wir hier nicht irgendwie so, ja, Disneyland spielen. Es gibt ja auch Kanäle, die harmloser sind, aber ich möchte halt, ja, so besondere Fälle halt auch aufgreifen, weil mich das doch schon so ein bisschen fasziniert, auch warum nicht geholfen wurde oder so spät. Und wie gesagt, mal, das wird ja auch immer wieder bei diesen Fällen gesagt, man muss besser hinsehen. Das darf eigentlich nicht passieren. Jetzt kommt der größte Klopper. Die Person, die ihre eigene Mutter hat so zugrunde gehen lassen, verrotten auf der Couch, die ist Anwältin für die Rechte älterer Menschen, damit denen sowas nicht passiert. Damit die in gute Obhut kommen oder gegen die Familie vorgehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Dame, die das zu verantworten hat, kümmert sich um die Rechte anderer älterer Frauen oder älterer Männer. Also unglaublich, ne? Und zwar ist das die Emma Jane Kurz, die ist 41 Jahre alt und die hat sich halt spezialisiert und ist auch ziemlich bekannt in ihrem Bereich da. Und ich sag mal, man sieht schon so ein bisschen, also das jetzt nicht so, das Haus war ja auch in einem desaströsen Zustand. Ja, sie hat wahrscheinlich mit Kompetenz wettgemacht und ich sag mal, so ältere Leute haben wahrscheinlich auch nicht so drauf geachtet, wie sie jetzt so daherkommt. Ich will es jetzt nicht so kritisieren, aber als Anwältin, naja, muss ja nicht Law and Order sein, aber da erwartet man doch so ein bisschen was anderes, ne? Ja, hier seht ihr auch noch mal einige Bilder von ihr. Ich habe leider nicht so viele finden können, weil es nicht so viele gab. Aber wie gesagt, sie hätte ja zu jeder Zeit handeln können. Sie wusste genau, was zu tun ist. Sie holt andere ältere Damen aus ihrem Haushalten heraus oder sorgt dafür, dass es ihnen gut geht. Und bei der eigenen Mutter ist es irgendwie, ja, hat es irgendwie nicht gepasst, ne? Sie ist übrigens gestorben. Also erstmal diese Szenerie. Also haltet euch fest. Sie wurde, also quasi, sie war natürlich komplett mit Kot und Urin voll geschmiert. Ihr habt das nochmal das Bild hier von der Couch. Also sie war inkontinent, die Frau, und konnte sich selber halt nicht mehr helfen. Und die hatte wirklich Anziehsachen an, die sie seit Jahrzehnten getragen hatte. Und als man sie runtergehoben hat, also sie war da auch richtig verklebt mit vielen die Sachen auseinander. Das muss man sich mal, ich will mir den Gestank nicht vorstellen. Also es muss auch wieder ein unglaublicher Gestank. Da fragt man sich wirklich, wie können die Leute da noch leben? Und sie hat ja auch noch mit ihrem Vater, um den sie sich gekümmert hat, da gelebt. Die haben die quasi da, ja, in dem Raum gelassen und
nach mir die Sintflut und ja, ihr werdet ja noch hören, was dazu so kommt. Ja, das war wohl ein ekelerregender Anblick. Und gestorben ist sie dann, sie wurde in die Pathologie gebracht. Bei ihr ist eine tiefe Venenthrombose halt festgestellt worden. Da hat sich so ein Blutgerinnsel gebildet in einer der großen Venen, meist im Bein. Wenn das Gerinnsel die Vene verschließt, staut sich das Blut, das Bein kann anschwellen, schmerzen und sich röten. Also eine Thrombose muss ganz schnell mit Gerinnungshemmern oder Medikamenten behandelt werden. Ich meine, die hätte auch an anderen Sachen sterben können. Ihr habt das Bild gesehen und wie gesagt, die war ja schon eingekotet, also wirklich verkrustet und die war total abgemagert. Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar Richter Peter Ross, dieser Richter Peter Ross, der hat nämlich wirklich auch gesagt, dass sie ja, dass sie aussah wie ein Opfer aus einem KZ-Lager. Sie war so ausgemergelt, da war gar nichts mehr dran. Das hat ihn wirklich erinnert, das hat er wirklich während des Prozesses gesagt, wie schaurige Bilder aus dem KZ-Lager. Total ausgezehrt, mit Kot und Urin verkrustet und abgemagert. Also wirklich richtig schlimmer Anblick. Dass man wirklich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein. Die Frau, die kümmert sich doch eigentlich um ältere Menschen. Das ist doch eine gebildete junge Frau. Und dann kann doch nicht sowas passieren, ne? So, ich lese jetzt mal so aus den Berichten vor. Es gab nicht so ganz viele. Also ich habe vier Artikel gefunden. Die musste ich dann übersetzen. Und ja, und zwar der Richter Peter Ross, der hat die dann für 2,5 Jahre eingesperrt und sagte, sie habe metaphorisch und buchstäblich die Tür vor ihrer Mutter geschlossen. Er sagte, der Fall beinahe beinhalte Wochen und Monate schwerster Vernachlässigung, bei denen eine Frau in ihrem eigenen Kot und Urin verrotten gelassen worden ist. Der Zustand der Leiche von Cecilia Kurz sah aus wie eine fotografierte Szene, wie ich eben schon sagte, vom Ende des Zweiten Weltkriegs in einem der Konzentrationslager. Also es ist wirklich schon, sie war abgemagert und außerdem waren ihre Hände und Füße und ihr Gesicht mit Fäkalien verkrustet. Und sie hatte Urinverbrennungen an den Oberschenkeln. Sowas gibt's wohl wirklich. Unglaublich. Weil Urin ja auch ätzend ist. Und ihrem unteren Rücken. Die Angeklagte akzeptierte, dass sie diese Kleidung seit Jahren trug. Ihre Unterwäsche, die einst weiß gewesen war, war jetzt in einem tiefen Mahagonibraun. Ihre Hose ging auseinander, als die Sanitäter versuchten, Cecilia Kurz auf den Boden zu ziehen. Das hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt. Und das ist jetzt noch mal so die Aussage vor Gericht, ne? Und er sagte halt, er fügte hinzu, dass auf so vielen Ebenen wirklich ein tragischer Fall. Und ich möchte klarstellen, dass ich nicht für den Tod von Cecilia Kurz verurteile, sondern für die lange Zeit der vorsätzlichen Vernachlässigung. Meiner Ansicht nach die Schließung der Tür an einer schwer psychisch kranken Frau und das völlige Ignorieren ihrer Bedürfnisse. Die Claire Waitkuzi verteidigte sie und sagte, Kurz habe seitdem eine wöchentliche Therapie erhalten. Also irgendwas kann ja auch nicht mit ihr stimmen, ne? Also man hat ja schon jetzt anstimmen lassen, das hört ihr noch, die Mutter ist psychisch krank, genau. Nachdem bei ihr leichter Autismus diagnostiziert worden war und sie aufgrund ihrer ungewöhnlichen Erziehung, die durch die Zwangsstörung ihrer Mutter die Herrschaft über das Haus der Familie zu ihrem Vater führte, unter emotionaler Entbehrung und Missbrauch litt, aus der Küche verbannt worden ist, quasi. Also von ihr. Das war die Begründung. Die hat gesagt, verschwinde und trotzdem, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich möchte es auch nicht nachvollziehen. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich sowas gutheißen kann, tolerieren. Ich kann es wirklich nicht. Also, das Gericht hörte, dass Kurz und ihr Vater einen Termin für Cecile beim Arzt für den Tag nach ihrem Tod organisiert hatten. So pseudomäßig, ne? Das Gericht hörte weiter einen hektischen Notruf von Kurz in der Nacht des 2. Juli 2014, als ihre Mutter auf dem Sofa im Wohnzimmer atmete. Kurz sagte den Betreibern, während ein Krankenwagen geschickt wurde, sie ist seit einiger Zeit sehr, sehr krank. Und dann hat sie erst einen Krankenwagen.
Auf die Frage, warum sie nicht weiter medizinische Hilfe gesucht habe, sagte Kurz, ich wollte ihr nicht ungehorsam sein oder sie verärgern. Ich wollte sie nicht zwingen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollte. Sie war zuvor in die psychiatrische Klinik Fermal eingeliefert worden. Das sie hasste. Sie sah, wie eine Frau versuchte, sich mit dem eigenen BH vor ihren Augen zu erwürgen. Nach der Verurteilung sagte der Ermittlungsbeamte Detcon Francesca Griffin, Frau Kurz sei 5 Tage lang auf einem Sofa gefunden worden, mit dem Kinn auf den Knien zusammengesunken. Sie war inkontinent geworden, von Kopf bis Fuß mit Kot bedeckt, hatte ihre Kleidung ein Jahrzehnt lang nicht gewechselt und hatte Verbrennungen durch den Urin. Das ist ja nicht von heute auf gestern gekommen. Ich meine, die Frau ist eine gestandene Anwältin. Die hat im Gericht eingestanden für andere Menschen. Der Beamte fügte hinzu, Emma Jane Kurz sagte, sie sei 3 oder 4 Mal am Tag mit ihrer Mutter bei ihrer Mutter in das Zimmer. Über Monate und Jahre hinweg hatte es viele Gelegenheiten gegeben, ihr zu helfen und sie aus dieser Situation herauszuholen. Das ist auch meine Meinung. Die Geschworenen wurde mitgeteilt, Cecile habe an einer bipolaren Depression, einer Zwangsstörung gelitten, also die Mutter, und ihr Tod sei als Lungenembolie dokumentiert worden. Ein Blutgerinnsel, das sich in ihren Beinen entwickelte und in die Lunge wanderte, wodurch die Lungenarterie blockiert wurde. Oliver Saxby, Staatsanwalt, erzählte der Jury von der schrecklichen Vernachlässigung, die den Glauben an das Haus, das Kurz mit ihren Eltern teilte, erschütterte. Ich habe es halt so mit dem Übersetzungsprogramm, jetzt, wenn es mal so ein bisschen holprig, ich habe schon versucht, dran zu fallen, um es brutal, aber genau auszudrücken, diese Angeklagte ließ zu, dass ihre Mutter in ihrem eigenen Urin und Kot starb, sagte er. Es ist keine Antwort zu sagen, dass ihre Mutter keine Hilfe wollte, dass sie ihrer Mutter immer gehorchte, dass sie nichts tun konnte. Das ist auch meine Meinung. Das ist absolut meine Meinung. Das macht man nicht, man schaut nicht weg. Lange bevor der Sanitäter sie in ihrem schockierenden Zustand auffand, musste es ihr offensichtlich gewesen sein, dass sie Hilfe brauchte. Ein Pathologe des Innenministeriums, der eine Obduktion durchführte, beschrieb Cecile als sehr abgemagert, also als abgemagert. Das ist, was denkt ihr darüber? Sagt es mir, schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich könnte mir das ein Leben lang nicht verzeihen. Ach, Gott sei Dank kann ich sowas nicht nachvollziehen, wirklich. Also das ist unglaublich, ne? Die Jury brauchte nur 7 Stunden und 4 Minuten, um sie zu einer Mehrheit von 10-1 zu verurteilen. Emma Jane Kurz aus Blackwater, Wade Didcot, wurde im April vor dem Oxford Crown Court zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Dazu muss man sagen, sie war schon im Gefängnis wohl eine Zeit. Und jetzt kommt der Knaller. Haltet euch fest. Und zwar, sie hat ja in der Anwaltskanzlei gearbeitet, sie ist Anwältin und die haben dann alles organisiert, was ging. Und sie ist vors Berufungsgericht gegangen, verteidigt worden halt von diesen Herrschaften und hat einen Freispruch bekommen. Ja, Freispruch. Keine unterlassene Hilfeleistung oder so, Freispruch. Komplett freigesprochen worden von jeglicher Schuld. Lady Justice Mercur hob heute ihre Verurteilung auf und sagte, es sei notwendig gewesen, dass die Staatsanwälte beweisen, dass Frau Kurz keine geistige Leistungsfähigkeit habe. Also man hätte beweisen müssen, dass sie nicht bis zum Schluss Herr ihrer Sinne war und gesagt hat, lass mich in Ruhe, geh weg, nein, ich sehe das nicht aus, ich kack mich ein. Was weiß ich, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber die war ja auch psychisch krank. Was macht man dann? Was macht man? Ich meine, die rechte Ältere. Sie würde ja einer anderen Frau auch nicht zumuten. Sie wäre vor Gericht gegangen, wenn eine andere Frau von ihrer Familie hätte so verkommen da gelegen. Da hätte sie gesagt, sie hätten noch helfen müssen. Aber ihre eigene Mutter? Ja, ist gut, Mutter. Ja, ja, wird schon, ne? Tür zu, zack. Nee, Leute. Also, ich finde das schockierend. Ich finde diesen Freispruch nicht in Ordnung. Sie hätte wenigstens eine Teilschuld bekommen müssen oder so. Das kann ja nicht wahr sein. Dass man ab irgendeinem Bereich, muss man sagen, man hat doch gesagt, die Frau ist psychisch krank. Da muss man ab irgendeinem Bereich sagen, hallo, ich bin die Tochter, ich entscheide jetzt, die ist krank, die kommt ins Krankenhaus oder nochmal in die Klinik, ob es ihr passt oder nicht. Allein schon, weil man ihr helfen muss und weil man sich selber nicht schuldig machen muss, will oder muss. Gerade weil sie das gelernt hat. Sie hat das gelernt. Das ist, also, ich glaube es nicht, ne? Also, Begründung,
Das bedeutet, dass der Prozessrichter die Geschworenen fehlgeleitet habe. Also der andere Richter, der hat quasi dafür gesorgt, dass sie verurteilt wird und die fehlgeleitet, das war aber nicht richtig. Und die Verurteilung ihrer Tochter aufgehoben werden musste, sagte Lady Justice McCour. Also insgesamt waren es drei Richter, die es entschieden haben. Als Richter Peter Ross kurz im April inhaftierte, sagte er, der Fall habe beinahe Wochen und Monate schwerster Vernachlässigung. Aber Kurz aus Blackwater Redicott hatte immer ihre Unschuld verteidigt und darauf bestand, dass sie ihr Bestes tat, um für ihre unabhängige Mutter zu sorgen. Eine unabhängige Mutter, die nicht mal von der Couch aufsteht. Also Leute, tut mir leid. Ich reg mich auf, sorry. Das Gericht hörte auf, wie Kurz zuvor einen untadeligen Charakter hatte. Und Anwaltskollegen sprachen von ihrem besonderen Einfühlungsvermögen für ältere Menschen. Die braucht kein Einfühlungsvermögen, die braucht auch ein Urteilsvermögen, meiner Meinung nach. Also mich regt das auf, wirklich, wirklich, ja. Was sagt ihr dazu? Das war jetzt der erste Fall, den wir haben, der war jetzt aus England. Was sagt ihr jetzt dagegen zu? Findet ihr das in Ordnung? Oder würdet ihr sagen, nein, ist nicht in Ordnung? Oder wie steht ihr dazu? Ja, oder habt ihr vergleichbare Fälle auch schon erlebt? Schreibt es doch in die Kommentare. Und ich habe mich dazu entschlossen. Ich weiß, ich hatte schon den deutschen Fall versprochen. Aber weil das doch so ein bisschen umfangreicher ist. Ja, ich hoffe, das ist okay. Weil wie gesagt, meiner Meinung nach hat jedes Opfer eine Folge verdient auch. Das war mir dann doch zu wenig für eine Person. Erholt euch erstmal. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei und mein Format und meine Herangehensweise gefällt euch. Also ja, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir doch ein Like oder ein Abo. Ich würde mich mega freuen, wirklich. Und unterstützt somit meine Arbeit. Das wäre wirklich klasse für mich. Und vielen lieben Dank fürs Zusehen, für eure Zeit und macht's gut, meine Crime Cats.